Das Handmikrofon ist greifbar. Auch. Sofern das Bedürfnis da ist, soll jetzt einfach ein Moment Gelegenheit sein, bis wir dann mit Steuerung anfangen und mit dem systemischen Ansatz noch kurz auf gestern zurückzublicken, beziehungsweise auch die geleitete Fantasie. Wenn jemand gerne einfach was sagen möchte, ist das willkommen oder wenn noch Fragen gekommen sind zu gestern. Also, sonst geht es eher auf die schwäbische Art. Wenn ich nichts sage, ist schon recht. Ja, genau. Nicht Schuld ist Lob genug. Bei den Schwaben gibt es ja die Geschichte, ich weiß nicht, ob es nur bei den Schwaben ist, aber da auch, wo der Bub bis zu seinem 10. Lebensjahr nicht gesprochen hat. Die Familie hat sich langsam mit abgefunden, bis er eines Mittags am Tisch sagt: Die Suppe ist kalt. Ja, Karle, du kannst ja schwätzen. Das haben wir jetzt gar nicht gewusst, weil wir schon die ganzen Jahre nie was gesagt. Bisher war alles recht. Gut, ja, wenn ich jetzt schon einen Witz erzählen bin, ich habe ja früher, als ich noch viele Seminare gemacht habe und als Psychotherapeut natürlich auch immer den Eindruck erwecken müsste, als wäre ich sehr hellsichtig, habe ich metaphorisch, wie sich das gehört, als Erikson-Schüler dann immer den Witz erzählt von dem Pfarrer, der in dem Dorf ein neues Amt angetreten hat. Es waren Julitage und es war glühend heiß. Und bezieht sein Zimmer und geht schon mal spazieren und es ist das Dorf total ausgestorben. Und dann kommt ein Feuerwehrteich und es war halt wirklich sehr heiß, aber es ist niemand da und er denkt, da könnte ich doch mal reinhüpfen. Entledigt sich seiner Kleider, geht rein, kühlt sich ab und wie das in solchen Witzen halt der Fall ist, wie er rausgeht, sind die Kleider weg. Dann hat er natürlich ein Problem, guckt sich um. Dann sieht er einen Hafen, also für die nicht ein, also nicht da, wo die Schiffe landen, sondern den schwäbischen Hafen, auch zu Hochdeutsch Topf. Den nimmt er und hält ihn vor seine Blöße und ist ein bisschen schon erleichtert. Dann schleicht er also zu seiner Wohnung zurück und tatsächlich trifft niemand unterwegs. Und wie er gerade zur Tür rein will, hört er es hinter sich lachen. Und richtig herzhaftes Lachen einer älteren Frauenstimme. Er dreht sich um und sagt: Was ist? Die guckt ihn an und lacht und sagt: Ich weiß, was Sie denken. Was ich denke? Ja. Ja, was denken Sie denn? Was denke ich denn? Sie denken, der Hafer hat den Boden. Und um meinen manchmal etwas forschen Stil frühzeitig abmildernd zu erklären, habe ich den anderen Witz erzählt von einem Norddeutschen, also aus Frankfurt oder so, der einen Wengert betreten hat, also zu Hochdeutsch Weingarten. Und dann kam der Wengerter, sprich Weingärtner, hinter seinem Wengerter Häusle vorkopft, also das Weingartenhäuschen hervorgesprungen und sagt: Kerle! Bleib stau, sonst hole mei Axt und Schleider aus Hirn das knappest. Oh, Entschuldigung, es war keine böse Absicht. Ich wusste überhaupt nicht, dass man einen Weingarten nicht betreten darf. Das soll nie wieder vorkommen. Es war einfach nur ein Irrtum, sagt der Schwab. Grad drum seid man's ja auch im Gute. So, dann gehen wir zu einer etwas abstrakteren Materie, aber wichtig, der systemische Ansatz und Steuerung. Wenn ich oft
Beratung demonstriere, was ich ja immer mal wieder noch mache, wenn die Gruppen mich einladen, dann mache ich ein Beratungsgespräch und zeige einfach meinen Stil. Und eine Frage, die die Leute dann immer etwas elektrisiert, ist, wenn jemand ein Problem schildert, frage ich, und was an dem Problem ist ein Steuerungsproblem? Also wie ist dieses Problem ein Problem deiner Steuerung? Denn wir denken hier in Steuerung. Und Supervision dient dazu, über Steuerung zu reflektieren. Es geht zu 50%, wir nennen das die horizontale Perspektive, zu 50% darum, vielleicht für das aktuelle Beispiel, für das du dir überlegen musst, wo hast du da eigentlich ein Steuerungsproblem, eine Lösung zu finden. Aber die anderen 50% dienen dazu, über deine Steuerung zu reflektieren, damit deine Steuerung verbessert wird. Wir nennen das dann die vertikale Perspektive, sodass deine Steuerungslogik vielfältiger, intelligenter, sensibler wird, dass du für viele andere mögliche Situationen, die wir jetzt gar nicht kennen, steuerungsfähiger wirst. Und so verstehen wir auch die gesamte Ausbildung. Wir nennen das ja den also fragmentarischen Ansatz. Man kann nicht alles abdecken, ist völlig unmöglich, natürlich bei der Vielfalt der Fragestellungen der Teilnehmer, die wir haben und der Themen, sondern es ist wichtig, anhand der Beispiele sehr viel über Steuerung zu reflektieren und dadurch eigentlich auf der Metaebene zu lernen, um dann für die vielen möglichen anderen Konkretisierungen selbst konkretisierungsfähiger, intelligenter, konkretisierungsfähig zu werden. Und um diese Arbeit zu machen, haben wir eben dann auch eine Reihe von Steuerungskonzepten entwickelt, die ich euch jetzt vorstelle. Aber ich fange jetzt zunächst mal noch ein bisschen an, ein Stück vorher an, bei der Frage, wie hat sich so ein bisschen der systemische Ansatz entwickelt? Ich habe da 89 mal das zusammen formuliert. Der systemische Ansatz ist ja nicht ein monolithischer Ansatz, wo man sagen würde, das ist jetzt systemisch und jeder kennt das, dass er ins Stottern gerät, wenn jemand ihn fragt, was ist eigentlich systemisch? Ich habe in dem Aufsatz damals drei Gesichtspunkte hervorgehoben, die typischerweise mit unterschiedlichen Traditionen zum Systemischen gehören. Das eine ist der Mobile-Gedanke. Also das war das Klassische, man hat sich vorgestellt, die Dinge hängen zusammen. Wir gucken nicht auf die Einzelperspektiven und deren Eigenschaften und wie wir die verändern können, sondern die Funktionsweise eines Teils des Systems kann man nur verstehen, wenn man es im Zusammenspiel mit den anderen versteht. Das kam aus der Familientherapie hauptsächlich. Wir waren ja über viele Jahre hauptsächlich systemische Familientherapeuten und für eine Zeit hat man sich völlig abgekehrt davon, zu verstehen, was in den Menschen vorgeht. Und wie man ihr Verhalten aus ihrer Geschichte und aus ihrer Psychodynamik erklären kann, sondern hat mit einem, in einem Kippen in die andere Einseitigkeit nur noch erklärt, wie man sich das Verhalten eines Menschen im Zusammenspiel mit den anderen Familienmitgliedern vorstellen kann. Und wir hatten auch die zugegebenermaßen grandiose Idee, dass wenn wir an der richtigen Stelle im System intervenieren, weil wir die Zusammenhänge verstehen, dann kann das ganze System durch eine kleine Intervention intelligent beeinflusst werden. Das ist ja dann später gegipfelt in dieser Metapher. Ein Schmetterling kann einen Wirbelsturm auslösen. Das Problem ist nur, dass keiner weiß, welcher Schmetterling das ist und wo das ist. Also hat ein bisschen auch die Größenfantasien genährt. Die haben sich mittlerweile wieder mehr in Bescheidenheit umgewandelt. Richtig daran war allerdings, und daraus ist es ja geboren, diese Erfahrung, dass man gesehen hat, dass man sehr oft in ein System interveniert und das System hat selbst den Veränderungseinfluss durch Gegenbewegungen ausgependelt und es blieb wieder alles beim Alten, sodass es natürlich richtig ist zu gucken, welche Intervention hat eine Chance, über Verstärkungsmechanismen in diesem Mobile zu einer größeren Wirkung Richtung Veränderung und nicht zu einer Gegenwirkung Richtung Verschlucken des Impulses zu führen. Und das ist ja nach wie vor ein sehr sinnvoller Gedanke. Allerdings, es hat jemand mal so schön gesagt, weil wenn man, es stimmt schon, dass ein Apfel
und der Erdball sich gegenseitig anziehen. Aber die Wirkung des Erdballs ist doch ein bisschen größer. Und das ist so ein Bild, das mich getröstet hat, als ich gemerkt habe, dass wir doch auf Großorganisationen auch mit den genialsten Interventionen doch nur sehr begrenzten Einfluss haben. Neuerdings bewegen uns da dann doch sehr viel mehr Fragen, für die es noch wenig Antworten gibt. Wie müssen komplementäre Interventionen sein auf der Hard-Factor-Ebene, auf der Soft-Factor-Ebene? Wie müssen sie zeitlich gebündelt sein? Wie viele Schlüsselfiguren müssen einbezogen werden? Wir wissen ja alle, dass gerade von den wichtigsten Leuten sehr schnell die Aufmerksamkeit schwindet, dann man sie eigentlich am meisten gebraucht wird. Also es braucht ein Minimum an Schubkraft, dass es überhaupt mal eine Wirkung hat auf verschiedenen Ebenen. Und es braucht ein Minimum an Einfluss, damit etwas den Wiederkehren der alten Gewohnheiten hinreichend lang entgegensetzen kann. Und da bedarf es noch einer ganzen Didaktik, wie das da eigentlich aussehen muss. Da sind wir noch völlig am Anfang. Also da ist für uns alle noch sehr viel Entwicklungsarbeit möglich. Und das können natürlich am meisten die leisten, die dann wirklich diese Organisationsentwicklungsprojekte machen. Wir selbst machen ja sehr viel mehr Bildung und benutzen solche Modelle dann eher eben zum Qualifizieren, nicht, weil wir selbst mit diesen vor Ort arbeiten. Also, das ist der mobile Gedanke, der ist klar. Das ist die Einrichtung, hat, glaube ich, viel mit der Familientherapie zu tun. Der zweite ist die wirklichkeitskonstruktive Perspektive. Habe ich gestern ja schon was dazu gesagt. Das ist Luhmann, das ist Varela und Maturana. Das ist die Erkenntnis, dass die Wirklichkeit immer die Wirklichkeit des erkennenden Objekts ist. Ich kann mich mit Wirklichkeit nicht befassen, ohne mich mir zu überlegen, welches Interesse habe ich denn an dieser Wirklichkeit und wie konstruiere ich sie mit und welches Interesse haben denn die anderen Beteiligten an dieser Wirklichkeit. Gut, früher habe ich dann auch immer so Metaphern verwendet, die mich beeindruckt haben, aus der Biologie, um zu zeigen, dass die Welt wirklich völlig verschieden ist, je nachdem, welche Wahrnehmungsorgane und welche Erkenntnisinteresse man hat. Am Beispiel des Frosches, weil der Frosch ist ja Spezialist für Fliegen, aber wenn wir eine Fliege da ganz still sitzen sehen, dann existiert für uns eine Fliege für den Frosch nicht. Weil wir haben, Wahrnehmung ist nur durch Unterschiedsbildung, jetzt sind wir dann gleich beim systemischen Informationsbegriff möglich und der Frosch hat eine starre Linse. Also etwas, was sich nicht bewegt, kann der Frosch auch nicht wahrnehmen. Erst wenn es fliegt, kommt es in seine Wirklichkeit und aktiviert dann sein Erkenntnis entsprechend die Eigendynamik, indem er einen Sprung macht und wenn er Glück hat, diese Fliege auch erwischt. Also eine sich nicht bewegende Fliege existiert im Universum eines Frosches nicht, während für uns existiert die, weil wir die Bewegung durch den Astigmatismus, durch diese winzigen Bewegungen unserer Augen erzeugen und dadurch auch ruhende Objekte für uns Wirklichkeit werden, weil eine Differenz gebildet wird. Dann kam noch so ein anderes Stichwort, zu dem ich dann auch gleich noch mal mehr sage. Das sind nämlich die Systemlösungen. Wir haben gemerkt, dass wir eben doch immer mal wieder versuchen, in irgendeiner Einseitigkeit an die Sache heranzugehen und speziell eben die Bildungsabteilung alle Probleme dadurch zu lösen versuchten seinerzeit, dass sie die Leute aufs Seminar geschickt haben. Also zum Beispiel Projektmanagement. Man will Projektmanagement fördern, da hat man erstmal 100 Leute auf Projektleiter-Schulung geschickt und hat gedacht, das ist eine Maßnahme, mit der man Projektmanagement einführen kann. Ich nehme das vielleicht dann doch schon vorweg, weil man da gleich, dass ich das jetzt nicht künstlich teile, das war eigentlich nachher vorgesehen. Und das ist also versucht, die Dinge durch Personenqualifikation zu lösen. Und
Jahrelang wurde das mit breiten Programmen gemacht, bis man langsam lernte, dass es gar nichts nützt, wenn die persönlich kompetent sind, wenn keine, die Strukturen nicht richtig aufgesetzt sind, wenn zum Beispiel die Projektauftraggeber nicht geschult sind, wenn nur ein Teil im System versucht, sich zu verändern, zu qualifizieren und die anderen nicht komplementär darauf ausgerichtet sich mitbewegen, dann lohnt der Ressourceneinsatz in der Regel nicht, weil das nicht genügend Kraft aufbringt. Das heißt, wir haben überlegt, wie Systemlösungen aussehen. Was muss gleichzeitig aufeinander bezogen in Bewegung gebracht werden, dass es zusammen eine Chance hat, wirklich einen Effekt zu haben. Das sind Überlegungen, die uns heute selbstverständlich geworden sind. Man kann sich kaum vorstellen, dass vor 15, 20 Jahren das gut natürlich praktisch jedem für viele ein Teil ihres Erfahrungsschatzes war, aber Teil der Konzeptionalisierung war das nicht unbedingt. Dann komme ich dann vielleicht doch dann nachher nochmal ausführlich drauf. Ja, und das waren jetzt mal so die drei Gesichtspunkte, die ich da formuliert habe. Mittlerweile würde ich dann noch zwei Punkte hinzufügen. Das Fügen, das ist der Punkt 4 und der Punkt 5 hier, nämlich die systemische Steuerung. Das heißt, dass ich über Steuerung meines eigenen Verhaltens von der Metaperspektive reflektiere, wie die Selbststeuerung von Systemen oder das Gesteuertwerden von Systemen von der Metaperspektive. Dazu werden wir gleich ein paar Konzepte haben. Also, dass das ein eigenes Themengebiet des Systemischen sein kann. Und je länger wir diese Weiterbildung gemacht haben und je mehr wir gemerkt haben, dass wir eine eigene Lernkultur, eine eigene Vorstellung von Lernen und Lehren und Entwicklung entwickeln, umso mehr haben wir gesagt, das könnten wir eigentlich unter einen Begriff fassen, nämlich den der systemischen Didaktik. Und da ist gerade ein Buch am Entstehen, das wird dann Band 4 dieser Reihe sein, in dem eben beschrieben wird, was aus unserer Sicht Elemente und Methoden und Betrachtung sein, die sind, die eben unter dem Begriff systemische Didaktik zusammengefügt werden können. Ein kleiner Vorgriff auf etwas, was ich vielleicht heute Morgen nochmal mache, um ganz aktuell aus der Werkstatt was zu erzählen. Ich habe vor anderthalb oder 2 Jahren einen Aufsatz geschrieben, der heißt, Lernen und Arbeiten gehören zusammen, weil mir klar geworden ist, dass eigentlich die Didaktik, also die Lehre davon, wer, was, wann, wo, wie lernen muss, dass die bezogen auf Lernen bei uns im Seminar, Praxis- und supervisionsorientiertes Lernen eigentlich sich nicht unterscheidet von einer Didaktik kreativen Arbeitens. Also eigentlich alle Elemente eines guten Lernprozesses bei uns im Seminar finden, sind genauso Elemente einer guten Arbeitsweise und einer guten Arbeitsbeziehung. Und da ist mir plötzlich klar geworden, das ist eigentlich, wenn man es wir müssen uns von dieser Trennung im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, die sich da entwickelt hat, der Welten, die wir jetzt durch Transferüberlegungen versuchen wieder zu überbrücken, lösen und sagen, es ist eigentlich die gleiche Logik. Wir sollten gar nicht zwei verschiedene Welten errichten, sondern eher überlegen, wie wir die Welten wieder übereinander bringen. Insofern ist es also nicht nur eine systemische Didaktik des Lernens und der professionellen Entwicklung, sondern es ist auch eine systemische Didaktik der Unternehmensentwicklungsgestaltung und der Unternehmenskulturgestaltung und des wirksamen und erfüllten Arbeitens. So, kommen wahrscheinlich noch weitere Gesichtspunkte irgendwann dazu. Jetzt sind wir gerade bei Punkt 5. Und das ist eben jetzt auch schon eine Zeit her, da gab es dann die Bildungsabteilung in großen Konzernen. Und dann gab es auf der anderen Seite die Organisationsentwickler. Und die haben nicht miteinander gesprochen. So wie die Bildungsleute eigentlich auch von den Personalverwaltern nicht viel hielten. Das war wirklich, das waren Hochburgen. Und ich erinnere mich noch, als Christa Schade und ich zusammen vor, weiß ich nicht, vielleicht 15 Jahren oder 17 Jahren bei Daimler-Benz zum ersten Mal zu einem
Seminar eingeladen haben zum systemischen Ansatz, zu dem die Bildungsleute, Personalleute und Organisationsleute zusammen gelernt haben, war das eine Revolution. Und es brauchte sehr viel Arbeit, dass die überhaupt anfingen, miteinander zu reden. Kann man sich kaum vorstellen, weil die ja vernünftigerweise von außen betrachtet auf demselben Acker arbeiten. Aber so war das wirklich. Und dann, die einen haben sich halt als Spezialisten für Personenqualifizierung verstanden, haben sich nicht so fürchterlich viel damit beschäftigt, dass sie, wie diese Person nachher das System, in dem sie arbeitet, verstehen muss. Sondern Persönlichkeitsentwicklung, Skillentwicklung hat sich da oft ziemlich losgelöst von der Frage, und welches Bild von Organisation habe ich dabei, welches Bild von eigener Rolle darin habe ich dabei und wie kann ich damit dort irgendetwas machen. Und deswegen haben wir da diese Personenqualifizierung erweitert um den Begriff systemintelligente Personenqualifizierung. Also eine, die sich nicht um die eigene Biografie dreht, sondern um das Verstehen und Handeln bezogen auf Systeme. Und das Gegenstück dazu war das kennen Sie alle, wenn Sie von der Weiterbildung kommen, aber Ihr Umfeld ist immer noch das Gleiche, dann knirscht es in der Regel. Und wir sagen auch den Entsendern von Weiterbildungsleuten zu uns, ihr müsst aber, wenn ihr wollt, dass sich was entwickelt, zu Hause euer System auch mitentwickeln, sonst entwickelt ihr die Leute aus eurem Unternehmen hinaus oder in die Unzufriedenheit hinein. Aber das System muss sich so weiterentwickeln, dass es mit den Menschen, die es betreiben, versteht, ob es für die passt, ob es für die einbezogen werden kann. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Jeder weiß, dass es trotzdem sehr oft nicht der Fall ist. Es wird ein System entwickelt ohne Ansehen der Menschen, die es tragen müssen. Und dann passt es nachher nicht. Deswegen haben wir gesagt, die Systementwickler müssen personensensibel sein. Die müssen Fachleute auch dafür werden, zu verstehen, was das für die Menschen bedeutet und mit welchen Menschen und mit welcher Entwicklung der Menschen man dieses von ihnen weiterentwickelte System dann auch wirklich betreiben kann. Also das gehört, es ist gut, dass man es auch unterscheiden darf, weil mal ist der Schwerpunkt da und mal ist der Schwerpunkt da, aber jeweils mit Perspektive auf das andere. Und früher war das oft ohne Perspektive auf das Gegenstück. Und von daher eben keine Systemlösung, es war mehr separatistisch als integrativ. Habe ich ja gestern gesagt, die Integrationsverantwortung gehört zu den wichtigsten Verantwortungen, die wir heute haben, überall, fast unabhängig von den Inhalten, mit denen wir uns beschäftigen. Das ist ein Schema, 5 Perspektiven für Systemlösungen, das ich einfach aus meiner Supervisionsarbeit in der Regel mit Personalentwicklungsabteilungen, meist von größeren Konzernen entwickelt hat, weil ich da immer wieder an Probleme gestoßen bin, die damit zu tun haben, dass elementare Dimensionen, Perspektiven nicht unterschieden wurden. Ihr seht da rechts unten Personen versus Systemqualifizierung, da habe ich gerade schon drüber gesprochen, dass man sich klar werden muss, was ist das eine, was ist das andere und wie soll es zusammenspielen, dass es einen Systemlösungsansatz mit sich bringt. Aber was wir da auch immer wieder angetroffen haben, ist eine Vermischung von Führen und Managen versus Bildung, Bilden und Beraten. Das heißt, das kennt jeder, der berät, dass sehr oft eigentlich Beratung eingekauft wird, weil Führung nicht stattfindet. Oder gesagt wird, es soll jemand auf eine Fortbildung gehen, weil er kriegt seinen Job nicht hin, ohne dass man darüber nachdenkt, dass es eigentlich ein Problem ist, dass die Tätigkeit nicht richtig konfiguriert ist. Der würde sehr viel mehr lernen, wenn da der Arbeitsprozess richtig gestaltet würde, als wenn er aufs Seminar geht, um seine Kompetenz zu erhöhen. Entweder hat er Kompetenz, kann sie aber nicht einbringen, weil, und das ist dann ein Management- und Führungsproblem, oder er hat diese spezifische Kompetenz vielleicht nicht, würde sie aber sehr schnell erwerben, wenn es ein vernünftiges Arbeitsprojekt und ein Arbeitsprozess wäre, in dem er drin wäre. Also in der Theatermetapher heißt es,
Ich schicke jemanden nicht immer wieder neu auf Schauspielschule, sondern wenn die Regie gut ist, versteht jemand aus dem Zusammenhang, wie seine Rolle gedacht ist und lernt auf der Bühne sehr schnell dazu, vielleicht sehr viel spezifischer auf die Gesamtinszenierung ausgerichtet, als wenn er jetzt nochmal auf die Schauspielschule gehen würde. Und das hat mit dieser These zu tun, dass noch viel zu oft in separater Qualifizierung gedacht wird, anstatt in Lernen beim Arbeiten und bei der Inszenierung. Und ihr alle kennt diese Verwechslung, die immer wieder da ist, dass die Berater eingeladen werden, eigentlich Führungsprobleme zu lösen und bis hin zu den Angeboten, die wir dann von den Vorgesetzten der Teams kriegen. Ich komme gern dazu, bin aber nicht in meiner Rolle als Leiter, sondern bin ein ganz normales Mitglied. Das haben wir früher sogar auch akzeptiert, weil wir so in gewissen demokratischen Verirrungen uns bewegt haben. Und dann hat der den interessierten Teilnehmer gespielt und der arme Berater von uns sollte die Führungsprobleme lösen, was natürlich manchmal auch zu verschränkten Symbiosen geführt hat, wie man das gestern gehört hat. Also Fehlverantwortungen auf beiden Seiten. Der eine hat nicht richtig beraten, der andere hat nicht richtig geführt. Und sie haben irgendwie jeder versucht, so ein bisschen das vom anderen zu machen, was aber nicht ging, weil die Rolle und die Perspektive nicht gestimmt hat. Dann gab es so ein Problem, als man anfing, die Personalentwicklungsabteilungen, die wurden einem langsam teuer. Da hat man gesagt, ihr müsst euch jetzt am internen und später sogar auch am externen Markt selbst verdienen. Ihr dürft jetzt nicht so vor euch hindümpeln und machen, was euch Spaß macht. Ihr müsst euch jetzt der Marktwirtschaft stellen. Und jetzt seht mal zu, bewährt euch am richtigen Markt, innen in Konkurrenz zu den äußeren oder draußen in Konkurrenz zu den äußeren. Und wenn es geht, tragt euch selbst. Dann haben wir nicht so einen Druck mit den Kosten, die ihr verursacht. Dann kriegen wir noch eine gewisse Koexistenz hin. Das war also die Zeit, bevor die dann alle abgeschafft wurden. Später hat man gemerkt, es ging nicht und diese Abteilung dieser Art sind ja total ausgedünnt. Dann aber kam irgendeine strategische Initiative und man hat natürlich erwartet, dass die Leute der Organisation, der Personalentwicklungsabteilung nun Gewehr bei Fuß stehen, Konzepte machen, Workshops leiten, wissen, worum es geht. Und da haben die gesagt, hey, halt, ich hab meine Zeit schon verkauft dieses Jahr. Und dann waren die Vorgesetzten völlig verwirrt und haben gesagt, nee, natürlich müsst ihr uns weiterhin zur Verfügung stehen. Und viele dieser Abteilungen hingen dauernd dazwischen, sind sie eigentlich jetzt sollen sie programmatischen Aufträgen aus dem Unternehmen folgen. Und das orientiert sich an der Strategie, am Programm der Auftraggeber, die das natürlich finanzieren müssen. Oder sollen sie gleichzeitig als Freelancer auf dem internen oder externen Markt ihr Geld verdienen? Und das sind zwei Organisationsprinzipien, die sich sehr schlecht kombinieren lassen. Oder die zumindest sehr sorgfältige Klärungen und Absprachen brauchen, wie viel Kapazität für das eine, für das andere. Es geht nicht, dass man jemand sagt, er soll sich nach außen verdingen, der muss dann termintreu sein und gleichzeitig jederzeit erwarten kann, dass man den anruft und der tanzt an und steht einem zur Verfügung. Und das haben auch diese Abteilungen in sich oft nicht klar gekriegt. Die haben dann versucht, und manchmal haben die einen Leute in den Bildungsabteilungen das eine probiert und der andere das andere. Und das gab dann auch ein echtes Leitungsproblem. Also wie führt man eine Abteilung, die zwischen diesen beiden Orientierungen zerrissen war? Also deswegen habe ich immer gesagt, wir müssen jetzt klären, diese beiden Orientierungen. Auch auf dem Markt muss man sich ja immer auch mit einem gewissen Programm aufstellen. Das ist noch eine andere Art von Programm. Jeder, der freiberuflich tätig ist, weiß, dass es nicht dabei bleiben kann, dass er einfach alles irgendwie macht, was reinflattert. Spätestens wenn sehr viele Aufträge reinflattern, muss er sich überlegen, welche Art von Produkte, auf welcher Abstraktions-Konkretisierungsebene bietet er eigentlich an, wofür steht er, und dadurch entsteht dann ein Eigenprogramm. Dann habe ich noch eine Unterscheidung gemacht. Orientieren versus qualifizieren. Das war anlässlich einer Qualifizierung, die man von uns vom Institut wollte. Das sollten
neue Qualitätszirkel verhalten, Vorschlagswesen, wie das zu sein hat, eingeführt werden in einem Werk. Und da sollte immer ein Qualitätsbeauftragter sein in jeder Abteilung. Und wir sollten die qualifizieren, dass die ihr Vorschlagswesens- und Qualitätsprogramm gut durchführen können. Und dann habe ich immer gefragt, ja, wie sieht das Programm denn aus? Ja, das wäre noch in der Mache. Aber wir sollen die Leute qualifizieren, dass sie das gut könnten. Und dann müsste das Programm ja noch gar nicht so richtig ausgearbeitet sein. Das ging dann schon. Und dann habe ich gesagt, das kommt nicht in die Tüte, weil es ist völlig klar, wenn wir mit den Leuten dann im Schulungsraum sitzen, fragen die uns immer, ja, wie sieht es denn eigentlich konkret aus? Wie ist es gestrickt? Wie viel Zeit dürfen wir darauf verwenden? Wem gegenüber haben wir welche Autorisierung und Rechte und Ähnliches? Und das sind alles Dinge, die wir als Qualifizierer ja nicht beantworten können, sondern das müssen die Orientierung müssen die geben, die das Programm verantworten. Und die müssen sich in der Autoritätsstruktur der Organisation verankern. Also es geht nur, wenn das doppelt besetzt wird, wenn die jemanden in die Schulung reinbringen, der das Programm kennt und der Antworten geben kann auf alle Orientierungsfragen, weil wir als Qualifizierer können das nicht tun. Und daran ist dann der Auftrag gescheitert. Ich weiß nicht, ob Sie jemanden gefunden haben, der das mit Qualifizieren zu lösen versucht hat, was dort eigentlich an Orientierung fehlte. Ist immer noch nicht eine völlig veraltete Unterscheidung. Ich glaube, das wird heute immer wieder, auch noch immer wieder gemacht. Es ist eigentlich eine Variante von Führen und Beraten durcheinander bringen. So, das waren diese fünf Perspektiven für Systemlösung. Also wenn man die Dinge einerseits gut unterscheidet, andererseits auf kluge Weise miteinander kombiniert, sodass die Ressourcen für beides reichen und man eine Vorstellung hat, dass das Betreiben einer Entwicklung aus den verschiedenen Perspektiven im richtigen Maß zueinander und auch qualitativ richtig zusammengefügt geschehen kann, dann hat man eine Chance, dass es Systemlösungen gibt. So, und das ist jetzt das Steuerungsdreieck. Das ergab sich eigentlich aus der Supervision. Ich habe so oft festgestellt in der Supervision, dass wenn ich jemanden fragte, was, sagen wir mal, es kam jemand aus einer Bildungsabteilung, der hat einen Auftrag, einen Entwicklungsprozess zu moderieren. Man hat dann so Überschriften gefunden, von denen keiner recht wusste, was moderieren eigentlich heißt. Oder die Sprachfigur, ich begleite Sie im Prozess. Ich habe immer gesagt, das verstehe ich nicht. Sie zum Bahnhof zu begleiten, darunter kann ich mir was vorstellen. Sie in einem Prozess begleiten, darunter kann ich mir eigentlich nichts vorstellen, weil es überhaupt nicht definiert, welche Art meine Tätigkeit und welche Art meine Verantwortung ist. Also man hat sehr lange mit einer sehr wolkigen, nebulösen Sprache gearbeitet und hielt das für flexibel anstatt für schwammig. Und wenn man dann gefragt hat, hat also versucht, den zu moderieren, und dann sagt er irgendwann, ja, also ich kann mit der Moderation deswegen nicht so erfolgreich sein, weil der Vorstand seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Der Vorstand hat das nicht geklärt, das ist ein Problem des Vorstands. Dann sage ich, okay, ist der Vorstand denn da? Nö, der ist natürlich nicht anwesend. Dann sage ich, okay. Und was hast du denn für eine Rolle in dem Spiel? Ja, ich bin nur für die Kommunikation zuständig. Ja, ich habe nur dafür zu sorgen, das ist ja deren Verantwortlichkeit und das sind Abteilungsleiter zwei Stufen drunter, um das Problem zu lösen. Da frage ich ja, das passt ja aber nicht zusammen. Du definierst das Problem auf einer Ebene als die haben ein Steuerungsproblem, bei denen du keine Rolle hast und zu denen du keinen Bezug hast. Du musst jetzt entweder zum Vorstand gehen und mit denen arbeiten, dann stimmt die Definition und deine Rolle und dein Auftrag wieder zusammen. Oder du fragst die, die du hast, was für ein Problem sie damit haben, dass sie glauben, dass der Vorstand seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Sodass, und dann, wenn du dich nur als Kommunikationsfachmann begreifst, musst du sie außerdem noch fragen, inwiefern das dann ein Kommunikationsproblem ist. Sodass deine Rolle und deine Perspektive mit der Problemdefinition übereinstimmen.
Und wenn das nicht übereinstimmt, dann wird auf einer Ebene gedacht, für die kein Auftrag, keine Zuständigkeit und keine Kompetenz da ist. Die Kompetenz wird nicht ausgefüllt, weil zu der nicht richtig gedacht wird. Und zu dem, was gedacht wird, das kann man nicht ausfüllen, weil man dafür die Kompetenz nicht hat. Und verbunden damit ist am dritten dann das professionelle Handeln, weil wenn derjenige sagt, ich bin für die Kommunikation zuständig, er sagt dann aber, dann habe ich Ihnen mal skizziert, wie das Organisationsentwicklung nach XY aussieht, dass Sie das mal kapieren. Da ist ja kein Know-how da drin. Dann frage ich wieder, oh, du wolltest doch Kommunikation fokussieren. Inwiefern ist das Darstellen einer Logik, eines Organisationsentwicklungsprozesses ein Instrument, um für Kommunikation zu sorgen? Und dann merkte er, dass eigentlich die Rolle und die Zuständigkeit für die Leute, mit denen er zu tun hat, eigentlich nicht zu dem adoptierten Vorgängen zu tun hat, sondern er war gerade auf Fortbildung gewesen, hat es interessant gefunden und hat es denen halt gleich bei der nächsten Veranstaltung erzählt. Und dann kriegt man sofort ein Gefühl, dass dort keine vernünftige professionelle Figur entsteht, sondern dass die Dinge zueinander gefügt werden müssen. Das heißt, das Problem muss auf einer Ebene betrachtet und formuliert werden. Das passt zu meinem Auftrag und meiner Zuständigkeit. Und es passt auch zu den Menschen, mit denen ich arbeite. Für die muss das Problem ein Steuerungsproblem sein, dass ich mit der Rolle, zu der ich eingeladen bin, auch helfen, zu lösen, helfen kann. Und mein Vorgehen muss natürlich geeignet sein, diese Rolle auszufüllen, um dieses Problem zu lösen. Und dann gibt es, wie wir das dann nennen, eine stimmige professionelle Figur. Und Menschen, die darüber nicht viel nachdenken, merken oft gar nicht, dass sie eigentlich in diesen drei wesentlichen Perspektiven, die zusammen stimmen müssen, oft in völlig verschiedenen Welten leben, dass in ihnen gespalten ist und sie es noch nicht mal merken, dass es gespalten ist. Und das Steuerungsdreieck hilft denen dann auch zu sagen, okay, in welche Richtung willst du nachstellen? Also wenn du sagst, du findest jetzt toll, denen das Organisationsentwicklungskonzept zu verklickern, dann musst du mit denen einen Kontrakt machen, dass du im Moment den Eindruck hast, ihnen fehlt einfach ein geistiges Werkzeug, um ihre Probleme zu lösen. Das ist an der Stelle aber nicht die Lösung eines Kommunikationsproblems, sondern das ist an der Stelle eine Lehreinheit, die ihnen hilft, sich gemeinsam überhaupt mit einer Landkarte zu versorgen, an der sie feststellen können, ob die passt auf das Problem, das sie haben und an der sie sich vielleicht gemeinsam orientieren können. Und vielleicht haben sie dann gar kein Kommunikationsproblem. Vielleicht war das Kommunikationsproblem nur ein Ausfluss dessen, dass sie keine gemeinsamen Landkarten hatten. Und so immer hin und her probieren. Und wenn jemand sagt, ich verstehe von dem einen gar nichts, dann sage ich, ja, dann ist das okay. Dann musst du aber das Problem auch so formulieren, dass mit dem, was du kannst, es gelöst werden kann. Und dann muss man prüfen, ob, wenn das Problem so formuliert ist, ob es dann den Einsatz lohnt. Und das musst du deinen Kunden sagen. Und dann müsst ihr zusammen entscheiden, ob das dann überhaupt ein relevanter Beitrag ist, zu der Situation, weshalb die Kunden dann zu dir gekommen sind. Das macht jede gute Supervision spontan sowieso, und dieses Steuerungsdreieck ist einfach ein geistiges Werkzeug, um daran zu erinnern, in diesen drei Dimensionen immer wieder neu die Fragen zu stellen, so lange, bis jemand merkt, wenn professionelle Figuren nicht stimmig sind und dann darüber nachdenken kann, in welche Richtung er Anpassung vornehmen möchte, dass das eine runde Sache werden kann. Ist das verständlich? Erich Hartmann, der damals Lehrtrainer bei unserem Institut war, hat es dann irgendwann mal noch ergänzt, um die Dimension Umgang mit Beauftragung. Und hat gesagt, die Problemdefinition, zu der ich dann komme, die muss natürlich möglichst etwas mit dem Ziel des Auftraggebers zu tun haben und mit dem Auftrag, den der Auftraggeber gibt.
Und es kann natürlich sein, dass der Auftraggeber das Ziel hat, Projektmanagement im Unternehmen zu verbessern und er gibt den Auftrag Projektleiterschulung. Es kann aber sein, dass nach Expertise des Anbieters die Projektleiterschulung nicht geeignet ist, das gewünschte Ziel zu betreiben. Dann muss er dem vorschlagen, entweder das Ziel abzuändern und sagen, es ist immer gut, wenn Leute Projektleiter-Know-how haben, das kann man überall brauchen, dann passt, wird das Ziel abgeändert, dass es wieder zum Auftrag passt und zur Problemdefinition dann in der Arbeitssituation. Oder es muss der Auftrag verändert werden, wenn der Auftraggeber mitmacht, damit er Chancen bestehen, dass damit auch das Ziel wirklich erreicht werden kann. Und das kennen alle, dass da oft sehr illusionäre Vorstellungen da sind, welche Ziele mit welchen Arten von Aufträgen erreicht werden können und dass sehr oft eben auch die Dienstleister das nicht richtig durchschauen oder hoffen, es ruckelt sich dann schon im Laufe der Zeit noch zurecht und dann oft sich in Prozesse einlassen, wo sie nach einer Zeit merken, die haben nicht Hand und nicht Fuß. Unterstützt wird, man kann damit trotzdem oft, je unqualifizierter die Beteiligten sind oder je weniger verantwortungsvoll und ernsthaft sie sind, umso mehr Geschäft kann man damit machen, ohne der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Und das bedarf dann, ich finde nicht, dass man sich rausreden kann mit der Auftraggeber hat das so gewollt, das ist sein Geld, wer zahlt, schafft auch an, sondern da habe ich auch einen Berufsethos und sage, ich kann nicht verantworten, Ihre Ressourcen dafür zu verbrauchen, auch wenn Sie denken, das wäre eine Lösung. Wenn Sie meinen, Sie müssen das probieren, ist es Ihr gutes Recht, aber ich möchte in der Hinsicht nicht Co-Alkoholiker sein, weil ich meine, so kommen Sie in ein Delirium, das kann ich nicht mitverantworten. Und wenn man das, ich meine, das ist jetzt ein bisschen flapsig gesagt, aber wenn man das wirklich würdigend sagt, dann überlegen sich viele Auftraggeber das und sagen, ja gut, also das ist gut, dass Sie mir das sagen, dass das möglicherweise Geld rausgeschmissen, Kraft verschwendet ist. Aber es gibt, ich habe viele Auftraggeber auch erlebt, die wollen das gar nicht wissen, weil sie sonst wieder neu über alles nachdenken müssten und keine Zeit oder keine Kompetenz dafür haben. Sie sagen, die wollen das jetzt erstmal so abgearbeitet haben und dann sieht man schon, und dann muss der Professionelle eben sich mit sich ins Reine gehen, ob er da mitmachen möchte. Einerseits, es ist ja immer eigene Lebenszeit und irgendwie will man ja auch aufrecht durchs Leben gehen. Und auf Dauer, weil der Markt sich wirklich qualifiziert, ist es nicht unbedingt hilfreich, wenn man solche Aufträge macht, weil man dann keine besonders gute Positionierung im Markt hat. Oder man kriegt dann immer auch wieder die falschen Kunden. Die sagen, der macht Ihnen das schon. Wenn sie dann, mit dem haben Sie nur Ärger, dann müssen Sie wirklich rauskriegen, was Sie wollen. Und er sagt, ja, das täte mich auch interessieren, den finde ich spannend. Und dann kriegen Sie auch die richtigen Kunden. Also die Marktpositionierung, die man sich über die Jahre erarbeitet, hat von daher eben auch etwas mit der eigenen Werthaltung und mit der Vorstellung von professioneller Würde zu tun. Auf der anderen Seite ist es auch so, ich kenne auch die andere Situation, da komme ich aber jetzt schon wieder mehr an das Thema, das eigentlich später kommen soll, rein Organisationsentwicklung und Organisationskulturentwicklung, dass halt, wenn man zu früh, zu aufrecht gehen möchte, wird man nur aussortiert. Ja, und dann kriegen Leute einen Auftrag, die da kompromissbereiter sind und manchmal lernen dann alle dann doch dazu und dann sind die noch im Boot. Und die, die zu früh vernünftig sein wollten, sind dann aus dem Boot draußen. Also das ist eben, ich will da gar nicht puristisch sein, es geht mir auch nicht darum zu sagen, das eine ist gut oder schlecht, sondern wisse, was du tust. Wenn du dich kompromittierst, dann wisse, welchen Kompromiss du eingehst, damit du weißt, damit du jederzeit die Spielräume, die erarbeitet werden durch den Kompromiss, nutzt, um die Kompromittierung rückgängig zu werden, machen. Sonst bleibst du ein lebender Kompromiss und das ist weder für deine Marktpositionierung gut, noch ist es eigentlich ein Dienst am Kunden und auf Dauer rächt sich das. Also die Qualifizierung der Kunden, zumindest aus meiner Perspektive, vielleicht habe ich jetzt eben auch die qualifizierten Kunden auf die Weise gekriegt und die anderen gehen woanders hin, aber die Qualifizierung der Kunden und der internen Vertreter der Kunden
hat enorm zugenommen in den letzten 15 Jahren. Und so finde ich schon, dass das gesamte Feld sich durchaus in manchen Bereichen erheblich qualifiziert. Und da lohnt es sich, dran zu bleiben. Kann ich in dem Duktus weitermachen? Diese gleiche Überlegung, das will ich kurz im Vorgriff machen auf das Thema Team, kann man dann natürlich auch auf das Team-Coaching ausdehnen oder auf die Teamentwicklung, da haben wir ja eine Begriffsvielfalt. Ich werde es später nochmal sagen, für mich ist eben Team nicht einfach die, die auf einem Stock sitzen oder auf einer Payroll sind, sondern für mich ist Team, die gemeinsam Verantwortung für etwas tragen. Was ja heute über Unternehmensgrenzen und über übliche Abteilungsgrenzen weit hinausgeht. Wir brauchen also dann einen moderneren Teambegriff. Und wenn ich dann eine Teammaßnahme irgendwelcher Art mache, muss ich mich fragen, zu welchem Thema? Weil je nachdem, welches Thema das ist, sind dann ganz andere Leute zusammenzuholen, die gemeinsam Verantwortung dafür tragen. Und es ist nicht gut, Leute auf die Bühne zu holen, die bezogen auf das Thema gar keine Funktion haben. Die sind selbst frustriert und verbrauchen nur Aufmerksamkeit, weil jeder Mensch ja auch Beachtung möchte, obwohl sie im Moment zu dem gar nichts beizutragen haben, was immer noch zu oft gemacht wird. Das heißt, diese Dreieck, das ich gerade generell für jede professionelle Steuerung eingeführt habe, gilt da genauso. Ich muss im Zusammenspiel überlegen, was ist das Thema, wer ist dann Team und mit welchem Ansatz möchte ich dann mit diesem Team bezogen auf dieses Thema arbeiten. Und wenn mir nur ein bestimmter Ansatz bleibt, dann kann sein, dass ich nur eben mit bestimmten Arten von Teams arbeiten kann.